Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge No Man's Sky. Wir haben ja hier die Kommandoräume schon gebaut gehabt und ich wollte jetzt mal im Baumenü mich ein bisschen umschauen beziehungsweise einfach mal schauen, was man so bauen kann. Großer Frachtraum, Dekoration, Ausrüstung, Lager. Ich wollte einfach mal so ein Lager bauen. Und mal schauen, was für einen Vorteil das bringt. Ich baue es einfach mal hier hin. Und bringt nichts. Ach, so. Lagerbehälter. Ah, da sind 5 Plätze wohl, wenn ich es richtig sehe. Wo wir hier Sachen einlagern können. Das ist natürlich nicht schlecht. Bei Lagerplätzen hat man irgendwie immer zu wenig. Tatsache, hier können wir aus dem Inventar einfach mal einlagern. Ja, da muss man sich nur daran erinnern, wo man was einlagert, denke ich. Oder zeigt einem das auch so an im Frachter, dass man da im Lagerbehälter was hat. Ich habe es befürchtet. Wird einem nicht angezeigt. Aber allen möglichen Kram, den man dann sammelt, den man nicht im Frachter direkt einlagern möchte, aber auch nicht wegschmeißen möchte, kann man natürlich dann dort erstmal einlagern. Ja, ist gar nicht mal schlecht eigentlich. Dann machen wir das Lager doch direkt mal voll. Und ja. Dann haben wir das soweit schon mal wenigstens ein bisschen Platz wieder im Inventar. Das können wir auch im Frachter einlagern. Davon haben wir eigentlich auch schon viel zu viel. Das passt aber auch noch in den Frachter. Mikroprozessor. Tragbare Raffinerie. Ja, das können wir eigentlich alles soweit beibehalten. Genau, das passt auch soweit im Frachter rein. Das Zeug könnt ihr eigentlich auch noch eben hier ins Lager packen. So schnell brauchen wir es, glaube ich, nicht. Ja, die Mission, die er mir jetzt gerade anzeigt, die könnte man eigentlich schauen, ob man die gleich machen kann. Ob das hier in der Region ist. Ach ja, ich wollte eben unsere Fregattentür wieder abrufen. Die müssten ja mit ihrer Mission fertig sein. 30.000, 27.000, 24.000. Okay. Was haben wir jetzt da noch zusätzlich bekommen? Himmel, 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 irgendwas? Bin ich zu blind? Normalerweise ist das immer im Frachter drin. Ich sehe es diesmal nicht. Oder war das überhaupt kein... Jetzt habe ich so schnell geklickt. Ach, da ist er doch. 200.000 Units. Wow. Das ist natürlich nicht schlecht. Gut. Gucken wir noch einmal ins Baumenü. Was gibt es eigentlich hier noch? Ausrüstung. Landwirtschaft. Permanente Technologien. Haben wir denn hier? Bergungskapsel. Kann man hinsetzen, wo man möchte, okay. Nee, hier auch nicht hin. Material haben wir ja glücklicherweise genug. Ich setze einfach mal hier in eine Ecke und guck mal, was man hier mitmachen kann. Basisgegenstandsspeicher. Kann man irgendwie zurückrufen oder wie? Damit können wir jetzt natürlich gerade nicht so viel anfangen. Was für Komponente haben wir noch? Dekoration. Licht. Sphäre Licht. Naja.
Ausrüstung. Kann man denn hier unter Landwirtschaft? Kann man irgend so eine... Ach so, Florabelt, okay. Tragbare Technologien. Ja, wenn nur die Raffinerie, Lager. Ja, das war's. Da schon eigentlich Frachterkomponente. Da waren eigentlich nur Korridore anbauen. Dekorationen. Da haben wir auch schon eigentlich das Licht. Ja, das war im Moment auch schon das Baumenü. Ich glaube, ich sollte mal so einen Bauplan-Analysator mal aufbauen und mal darauf achten, dass ich vielleicht mal noch irgendwelche Baupläne bekomme. Jetzt schickt man auch fix die Fregatten wieder los, bevor wir vergessen. Jawohl, potenzielle Expeditionen. 4 Stunden oder 1 Stunde. Wir haben ja 2 Stück, eigentlich könnten wir in beide mal eine reinpacken. Nehmen wir die. Und starten. Es hat 2 Sterne, das ist natürlich auch schon wieder ein bisschen gefährlich. Hier packen wir natürlich die bessere hin. Und auch die starten wir. So, dann fehlt uns, glaube ich, jetzt wieder Kraftstoff, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Gut, bauen wir einfach mal 200 Tonnen. Und könnten wir theoretisch, glaube ich, noch mehr bauen. Ja, die was... Aber es reicht erstmal 200 Tonnen. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Und dann wird mir ja auf der Karte noch eine kleine Nebenmission angezeigt. Ich würde sagen, erledigen wir die nochmal eben und dann müssen wir mal weiter schauen, was wir dann machen. Fix hier raus. Fliegen. Ist mir natürlich wieder nicht angezeigt. Haben wir. Ach! Oder wir gehen hier dieser gesucht Lebensform. Das ist eigentlich auch gut. Fliegen wir fix hier rüber. Dann sind wir ja auch schnell da. Dann gehen wir mal mit der Hauptquest weiter. Jetzt oben auf der Karte sehe ich diese andere kleine Flugabwehr, aber machen wir jetzt erstmal die Hauptquest, dass wir hier langsam mal weiterkommen. Schauen wir, was wir hier machen müssen. Dürfen. Atmosphäre. Einmal halten. Was kann man für dich hier machen? Sternsüß. Okay. Enttäuscht. Dem Rang widerstehen. Ja, machen wir es einfach mal. Gut, dann machen wir das mal. Okay. Mal gucken, ob er uns entschlüsselt. Er hat anscheinend verabschiedet oder möglicherweise beschädigt zu sein, mein Freund. Na, bohren wir mal nach. Ja, dann kehren wir doch natürlich direkt mal zurück. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich eh diese Nebenquest machen. Mal gucken, was er
was jetzt hier im Weltall gesagt wird. Dann müsste ja normalerweise wieder irgendein Aufruf sein. Haben wir jetzt gerade aber nicht. Doch, haben wir. Jawohl. Ja, Sternkarte. Hätten wir Unruhe. Ja, tröst mal den armen Kerl mal ein bisschen. Der sich irgendwo hier verlaufen hat im Weltall. Die Story ist ein bisschen interessant. Okay. Fahren wir mal danach. Dankeschön. Und registrieren. Gut. Genau, diese Absprungskapsel, die wollte ich noch versuchen einzusacken. Jetzt im Nachhinein fällt mir natürlich ein, ich habe, oder wir haben ja unser Inventar leer geräumt. Oh, ach nee, da waren wir doch schon mal. Einmal alles scannen hier, mal gucken, ob man das irgendwo... Ah, da haben wir es so entdeckt. Ah, ist wenigstens der gleiche Planet. Haben wir uns wenigstens halbwegs auf, schon mal richtig auf den Weg gemacht. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt gleich da ankommen. Und die Mission langsam weiter vorantreiben können. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich hänge eigentlich sowieso noch im Startgebiet. Ja, fang nicht an scannen, interessiert mich jetzt aber gerade relativ wenig. Ja, fehlgeschlagen, das kennen. Ja, wir haben das teure Teil dabei. Das sieht natürlich Piraten an. Hätten wir mal verkaufen sollen, bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit, wir waren an so einem Handelsposten. Naja, egal. Läuft ja nicht weg. Hier haben wir wieder diese... Hier waren wir doch, glaube ich, schon. Sieht mir so aus, als wenn der... weißen Stein schon offen wäre. Ja, Navigationssacken werden gebraucht. Klar, ich wollte auch das Teil hier anklicken und nicht und nicht den anderen. Ja, diese Treppe haben wir ja neulich verbuggt. Nehmen wir ein Jetpad. Ach, renn doch nicht so runter. Gut, er nimmt sie automatisch die Treppe, statt hochzuspringen. Auch in Ordnung. Irgendwie macht er das nicht so, wie ich das möchte. Ja, Apollo hat uns ja gerade gegeben. Ah. Mal hier mit Apollo reden. Ja, grüß mal den mal. Ja, sagen wir mal einfach von ihm. Einsam fühlt. Aha. Ja. Aber die verstehen sich wohl nicht so gut. Ja, laden wir mal das Protokoll hoch.
Na, stimmen wir einfach mal zu. Ja, wir akzeptieren es. Dankeschön. Karl auf der Karte. Auf der Galaxiekarte. Und wir bei der Erweiterung der Basis helfen. Nenn du dich. Was? Und jetzt die Galaxiekarte. Achso, hier im Raumschiff dafür sein. Oder zumindest im Shuttle. Machen wir es denn? Beziehungsweise eigentlich könnten wir hier auch eben ein paar Sachen fahren. Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, das mache ich auch. Wenn man jetzt Lagerräume baut, weiß ich auch. Gut, dann fahren wir mit der Mission bei der nächsten Folge fort. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.